In der Berglandwirtschaft werden Steilflächen größtenteils mit Einachsmähern wie diesen gemäht. Diese arbeiten mit besonders leichten Mähbalken und Mähmessern. Das Schleifen der Messer mit bis zu 12 Metern Länge ist jedoch sehr zeitaufwendig, weshalb ich mich entschied, einen automatischen Messerschleifer zu entwickeln. Der Messerschleifer mit einer Gesamtlänge von 6 Metern kann ein Messerpaar mit bis zu 2,5 Metern Länge in einen Durchgang schleifen, das wie folgt funktioniert. Das Messer wird auf die dafür vorgesehene Halterung aufgelegt und durch einen Magneten fixiert. Durch Betätigen des Startknopfes fährt der Schleifer los, findet das erste Messer mit Hilfe eines Sensors und fängt an zu schleifen. Dazu senkt er sich auf eine voreingestellte Höhe, wobei er sich dabei auch senkrecht zum Messer bewegt. Sobald der Schleifer alle Messerkanten einer Seite geschliffen hat, dreht er sich und schleift die Messerkante der anderen Seite. Ein großes Dankeschön möchte ich Elias Bürcher und Andreas Bixen aussprechen, die für das Projekt eine spezielle Steuerung entworfen haben.